Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem ersten Test-Let's Play von Diablo 3. Ich bin Quecksilber und wünsche euch erstmal allen gleich viel Spaß bei diesem Let's Play. Das wie gesagt nur ein kleines ein kleiner Testlauf sein soll, denn ich habe noch gar nicht mit den Einstellungen jetzt richtig rumtesten können und probiert und wahrscheinlich wird die Datei sowieso elends groß werden. Es soll einfach mal kurz einfach ein Test sein. Ich werde einmal einen kleinen Rift mit euch laufen und dann das Ganze schon direkt wieder beenden, weil wie gesagt, das ist der erste Test. Wir werden demnächst die nächsten Tage wahrscheinlich häufiger Let's Play Togethers machen. Das heißt, meine Kumpels und ich zocken dann zusammen für euch Diablo. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß damit. Ich spiele einen Witch Doctor. Werde den Ganzen jetzt erstmal einmal bei Qual 6 reinschmeißen und dann können wir ja mal schauen, wie das Video hinterher wird. Ja, viel Spaß erstmal dabei. Ich hoffe, das Ganze klappt jetzt auch ganz gut, denn ich habe das Ganze jetzt auf SSD zum Speichern soweit eingestellt. Dafür ein bisschen Platz darauf gemacht vorher. Weil ich hatte vorhin mal eben das Ganze getestet auf einem anderen Laufwerk, auf einem normalen Laufwerk und dann war es dann doch übelst am Ruckeln hinterher. Ich denke mal, dass es auf der SSD aber dann kein Problem mehr machen sollte. Vielleicht eine kleine Information zu dem WD. Der ist momentan komplett auf Feuer geskillt. Weil mir einfach noch die Tasker und Theo fehlen, wie man hier sieht. Hab halt leider die Handschuhe noch nicht gefunden, obwohl ich mittlerweile schon keine Ahnung, wie viel 20, 30, 40.000, wahrscheinlich eher 40.000 Blutsplitter in Kardala reingeworfen habe. Ja, wie gesagt, alles auf Feuer. Der ist auch noch nicht so ganz so toll, der Helm. Da habe ich bisher leider nur 87% auf die Diener bekommen bei der Jerams Maske. Ansonsten halt natürlich den Aschemantel an, die Raufboldarmschienen. Der Hund, also sprich der Ring des großen Mannes, macht ja den großen Hund. Der macht bei mir richtig viel Schaden, dadurch, dass ich auf Feuer gehe. Die sind selber gecraftet, sind auch eigentlich klasse geworden. Zombie-Hunde beschwören macht da auch nochmal 15% mehr Schaden. Dann habe ich, was viele auch nicht machen, Blackthorns angezogen, weil es einfach bei dem ersten Set-Bonus bereits den Schaden gegen Elite-Gegner um 10% erhöht. Ja, dann haben wir natürlich den Stone of Jordan, auch klar. Ich habe noch ein gelbes Amulett, wie man sieht. Ja, und richtig Glück hatte ich eigentlich hier mit diesem Schwertchen. Ich glaube, selbst bei Diablo Progress gibt es nicht viele, die so viel DPS fahren. Die ist also wirklich richtig gut gerollt. Bisschen wenig innen drauf, aber ansonsten richtig klasse. Und am meisten Schaden mache ich natürlich durch den Harrington Hüftgurt. 127% geht bis 140 hoch oder so, aber das ist schon durchaus auch ausreichend hier. Na gut, die Skills sind Zorniger Beschützer, die Piranhados, Tanz des Zuschlagens für die 20% und 30%. Die Zombiehunde sind klar. Das ganze Krötenregen ist deshalb, weil die Opportunisten, also die Fähigkeit, um neue Fetische zu beschwören, bei vielen Sachen einfach nicht gut prockt. Und ich habe gemerkt, beim Krötenregen kommen sie eigentlich ziemlich gut raus, dass ich da immer die gut aufrechterhalten kann. Und dann natürlich dann hier auch noch die Fetischarmee mit Tiki Feuerteufel. Nochmal ganz kurz zu den Fetischen. Falls dann die nicht klappen sollten, hätte ich zur Not dann immer den hier, den ich mal kurz anschmeißen kann, damit ich neue Fetische bekomme. Ja, dann fange ich jetzt einfach mal an. Das kann ich noch nicht öffnen. Gut, ja. Direkt erstmal ein Epic Fail. Klar, ich habe natürlich keine von den Dingern mehr. Dann machen wir das einfach zum Testen hier einfach mal anders. Ich habe jetzt auch keine Lust, die ganze Aufnahme deswegen neu zu starten. Machen wir einfach mal Bounty. Na gut, der ist natürlich nicht ganz so schwer wie ein Rift, aber zum einmal gucken. Da ist direkt ein Goblin, den möchte ich natürlich auch gerne bekommen. Ah, jetzt wurde er Ich brauche mehr Zeit. Aber jetzt ist eine Ecke. Zack. Ja, wie man sieht, meine kleinen Viecher, die machen zwar, würden zwar mehr Schaden machen, wenn ich jetzt auf links gehen würde, auf physisch gehen würde, aber letzten Endes machen die immer noch genug Schaden mit 6 bis 7 Millionen. Und so viel höher gehen sie dann auch nicht, wenn ich auf physisch bin. Deswegen
deswegen finde ich halt einfach, dass man mit diesen wirklich krassen Schlägen, die der Hund dann austeilt, besser bedient ist. Erstürmt den Hügel, ne? Brüder! Lasst ihn nicht in die Hände! Wie man hier unten dann sieht, das ist das mit der Schadenserhöhung durch den Gürtel. Immer wenn ich irgendwas aufhebe, wie brüchige Knochen, selbst die reichen dafür, um den zu erhöhen. Und jetzt macht er dann auch seine... Ja, kann man jetzt wieder nicht erkennen, aber meistens so um die 100 Millionen. Ich brauche mehr Zeit. So, haben wir das ja schon abgeschlossen. Ich kehre in die Stadt zurück. Und dann mal weiter. Machen wir nichts, natürlich als nächstes. Also wie gesagt, die Qualität, Qualität sage ich schon, der Schaden, den er macht, der ist schon ganz ordentlich mittlerweile. Also kann man ohne Probleme auf 6 gehen. So, jetzt mit dem Maximalschaden rein. Ja, das waren dann die Elite. Hä, was war jetzt? Von wo? Oh. Ja, habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen, wo der Schaden herkam. Jetzt sag nicht von dem kleinen Skelett hier. Ach ja. Jetzt habe ich natürlich ja... Ah, das geht aber. Ich kann gleich die Viecher wiederholen. Gucken, dass ich die wieder aufbaue, meine kleinen Viecher. Ja, schön, erstmal direkt gestorben. Das ist das erste Mal, als ich ein Let's Play oder zumindest versucht habe. Wir wollten mal, anfangs wollten wir auch mal ein paar Videos machen. Ist dann ein bisschen im Sande verlaufen. Aber das erste Video, was ich gemacht habe, mich auch erstmal direkt krepiert. Finde ich gut, Vorführeffekt. Wie sich das gehört. Nicht bereit. Ihr wagt es, das Lebensfarbe in mein Grab zu tragen. So, hallo lieber Skelettkönig. Ja, ich bin gespannt, wie das die nächsten Tage mal wird mit den Let's Plays Together oder Let's Play Togethers. Wie auch immer. Ich hoffe, das klappt ganz gut. Weil eigentlich ist die Truppe so lustig, dass ich einfach finde, dass da einfach Let's Plays sein müssen. Ich hoffe, das seht ihr dann hinterher genauso. So. Hallo. Ich stehe direkt davor. Ja, guten Morgen. Oh Mann. Kein Kommentar. Ihr sagt da jetzt bitte nichts zu, ne? Ich weiß selber, dass ich doof bin. Hallo, nochmal. Unglaublich. Ja, Michael, hast du gut gemacht. Also sowieso ganz gut so, weil dann kann ich den Ding erstmal machen lassen. Habe ich nicht so viele Viecher, die im Weg stehen. Passiert ja doch ganz gut.
natürlich wieder echt der absolute Mega-Fail. Aber das habe ich jetzt aber irgendwie verrafft. Oh. Toll. Das war nur diese blöde Quest, ne? Na gut. Noch nicht bereit. Mitten ins Herz. Ich brauche mehr Zeit. Ich muss noch ein wenig länger versuchen. Wir haben es geschafft. Hurra. So, dann mal eben die Nemesis anziehen. Ich denke, das reicht gleich auch erstmal für den ersten Testlauf. Das mache ich jetzt zu Ende und dann werde ich das Ganze mal bearbeiten und hoffe, dass das ganz gut geworden ist. Und ich hoffe, dass ich es etwas kleiner bekomme, damit ich es auch hochladen kann. Sonst lädt er ja ewig hoch. Na, ich will es einfach jetzt hier mal bei belassen. Ja, wie gesagt, die nächsten Tage werden dann die Let's Play Togethers kommen und ich hoffe, dass die auch gut bei euch ankommen. Ich denke mal, dann werden wir auch mal die Charaktere alle einzeln nochmal vorstellen. Das heißt, da wird dann noch einer mit einem Jade-Enter-Set, ein anderer Witch Doctor rumlaufen. Einen Barbaren haben wir dabei, kann auch ein Mönch dabei sein. Also ist eigentlich komplett alles dabei. Ich glaube, bis auf den DH haben wir alles. Ne? Also, vielen Dank, bis dann. Ciao, ciao.